Stellt euch mal vor, ihr versucht seelenruhig zu schlafen, aber da wartet etwas vor eurer Tür. Was könnte das bloß sein? Ich sagte, da wartet etwas vor eurer Tür! Da wartet etwas vor eurer Tür! Junge, du kannst doch nicht ernsthaft erwarten, dass ich mich jetzt weiß anmale. Das wäre irgendwie falsch. Halt dein Maul, ich sage dir was Falsches! Boah, Evilon! Wir spielen heute Frosty Nights, ein Spiel, was wir vor Ewigkeiten schon mal gespielt haben. Deswegen steht auf der einen Tür auch Continue. Aber weil wir es so lange nicht mehr gespielt haben, starten wir heute ein komplett neues Spiel. In Frosty Nights geht es eigentlich darum, dass wir ein kleiner Junge sind, der versucht einzuschlafen, aber ein Schneemann terrorisiert ihn. Der ist ein kleiner Terrorschieber. Und wir, natürlich ausgerüstet mit der Taschenlampe, versuchen ihn zu erwischen, bevor er uns erwischt. Mein schwarzer Arsch wird nicht von dem Schneemann verprügelt. Und ihr erkennt schon am Kinderzimmer, die Atmosphäre ist ziemlich gruselig. Ignoriert die Maus. Ohne viel zu schnacken würde ich sagen, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Oh, der Regenmantel erinnert mich ein bisschen an Little Nightmares. Es ist nur ein Klick. Und falls ihr Lust habt auf neue Spiele, checkt doch mal den ersten Link in der Beschreibung aus. Bei meinem Partner Instant Gaming solltet ihr viele Spiele günstiger bekommen. Egal ob PlayStation, Xbox, Nintendo oder Steam. Also schaut gerne rein. Okay, jetzt haben wir schon echt viel geredet. New Game. Oh, das kenne ich gar nicht mehr. Ich darf jetzt entscheiden, ob ich ein Junge oder ein Mädchen spiele. Ich bin ja der Meinung, man sollte immer das spielen, wonach man sich fühlt. Okay, wir haben eine kleine Intro-Sequenz. An das erinnere ich mich sogar teils noch. Wir müssen den Schneemann, der uns am Ende terrorisiert, aufbauen. Frag mich nicht, wieso. Wir bauen einfach unseren eigenen Feind. Was fehlt uns noch? Wir haben die Karottennase. Let's go. Und die stecken wir dir genau ins Gesicht. Perfekt. Sieht doch schon richtig gut aus. Kann ich nicht jetzt einfach schon fertig sein? Weil dann verfolgt mich ein blinder Schneemann. Und ich glaube, das ist nur halb so schlimm. Okay. Die Knöpfe und Augen. Jetzt wird das Ganze schon gruselig. Und der magische Schal, den ich dir nicht anlegen sollte. Wir sind fertig. Was soll ich... Oh nein, die Arme fehlen noch. Diese kleinen Stockdinger. Obwohl mir das ohne Arme trotzdem viel lieber wäre. Und der Zylinder, der liegt auf der Schaukel. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich möchte ja nicht, dass mein Schneemann friert. Ich möchte, dass er stirbt, was nicht besser ist. So, das letzte Teil. Mein Schneemann ist fertig. Oh, der Bildschirm wird dunkler. Das ist nicht gut. Eigentlich ist es viel zu... Clockwork Wolf. Eigentlich ist es ja viel zu früh, um das Spiel zu spielen. Ich meine, der Sommer hat nicht mal angefangen. Alter, die Sequenz sieht gruselig aus. Und der Hirsch hat so große Augen. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ein Hirsch große Augen hat. Das heißt, er wirft ein Auge auf dich. Die Eule genauso. Aber bei Eulen ist das wenigstens normal. Intro vorbei. Ja, das Intro ist vorbei. Und wir spielen diesmal ja ein kleines Mädchen, aber das Zimmer hat sich anscheinend nicht groß verändert. Also hier sind keine Mädelsspielzeuge. Don't stay up too late, okay? You've got your first day at school tomorrow. And no listening to those horror stories anymore. Sie meinte zu uns, bleib bitte nicht so lange wach. Du weißt, du hast morgen deinen ersten Tag in der Schule. Und lese nicht diese verdammten Horror-Stories. Was Mama nicht weiß, ist, dass wir in einer Horror-Story leben. Ich verstecke meine Horror-Story-Kassetten überall im Zimmer, damit Mama sie nicht finden kann. Ich bin nicht müde. Vielleicht finde ich sie und kann sie mir anhören. Du versteckst deine Kassetten, ne? Aber weißt nicht mehr, wo die sind? Okay, es gibt 5 Tapes, die wir finden müssen. Und es müsste auch eine Taschenlampe geben. Genau, die liegt hier. Die brauchen wir auf jeden Fall. Es ist erst 21.30 Uhr. Oh Mann, diese ganzen Figuren schauen auf dein Bett. Natürlich kannst du nicht schlafen. Oh, ich sehe schon, unsere Taschenlampe verliert Batterie. Was haben wir hier? Ein Bauklotz. Und hier haben wir Batterie. Direkt im Schrank unter der Taschenlampe? Okay, dann nehmen wir das Tape und legen das erste ein. Ich bin bereit. Frosty Night. Frostige Nacht. Chapter 1. Welcome, children. Willkommen, Kinder, zu unserer magischen, gruseligen Story. Diese Story bringt uns eine lange Zeit in die Vergangenheit. Es geht um den Weihnachtsmann. Wir fangen am Anfang an. Santa durchsuchte die ganze Welt, um einen perfekten Ort für seine Firma zu finden. Er fand keinen besseren Ort als den Nordpol. Sein Körper hörte auf zu altern. Er konnte die Zeit verlangsamen und Magie anwenden. Weil er die Zeit anhalten konnte, konnte er genug Spielzeuge herstellen für die Kinder. Mutter Natur half Santa, indem sie ihre Magie in den Schnee selbst reinpflanzte. Alles, was Leben brauchte, brauchte auch menschliche Teile. Deswegen nahm Mutter Natur eine Karotte und steckte sie in den Schnee. Langsam fing an, Augen zu wachsen. Santa guckte sich das Gebilde an, neigte seinen Kopf zur Seite und setzte dem Ganzen seinen Hut auf. Oh, so ist der Schneemann entstanden! Was eine kranke Geschichte! Es ist immer noch 21.30 Uhr, das hat nicht eine Sekunde gedauert. Okay, die Storyline scheint auch ziemlich lang zu sein.
Hey, das Tape war doch eben gerade nicht da. Okay, wir haben das zweite Tape. Perfekt, wir links rein. Und ich brauche eine neue Batterie für mein Flashlight, weil es ist ziemlich dunkel. Oh, ich möchte nicht reingesaugen werden. Chapter 2. Kinder überall auf der Welt hatten Weihnachten im Herz. Santa brachte jedes Jahr den Kindern Geschenken auf der Welt. Wie auch immer. Es gab Kinder, die waren nicht glücklich mit Santas Spielzeugen alleine. Viele dieser Kinder fingen an, mehr und mehr zu wollen. Immer mehr Bäume wurden jedes Jahr gefällt. Und Spielefabriken wuchsen wegen dem Geschäft aus dem Boden. Mutter Natur sah damals die Menschheit als ihre Kinder an. Aber die Menschheit wollte immer mehr und mehr. Santa hat die Wut von Mutter Natur verstanden. Jedes Kind, was es nicht verdient hat, ein Geschenk zu bekommen, sollte keins bekommen und sollte bestraft werden. Mutter Natur war glücklich für eine Zeit. Doch die Menschen hörten nicht auf und rotteten ganze Spezies aus. Mutter Natur weinte und hoffte, die Menschheit würde sie verstehen. Doch sie tat es nicht. Der Schmerz wurde zu Wut. Langsam hörten Santa und Mutter Natur auf, an Spielzeugen zu arbeiten. Wie auch immer, unsere Geschichte ist die vom Schneemann und nicht die von Santa. Alright. Okay, hier war definitiv kein Tape vorher. Anscheinend spawnen die auch einfach erst, wenn ich die anderen Tapes abgespielt habe. Das hier ist Tape Nummer 3. Und wir hören uns die Geschichte weiter an. Die ist schon ziemlich lang. Chapter 3. John ist nach Hause gekommen von der Schule. Er war so glücklich, als er den Schneemann draußen gesehen hat. John's Dad wollte ihn überraschen. John lief ganz schnell nach draußen, um den Schneemann zu dekorieren. John war ziemlich stolz auf seine Dekoration. Er ging rein und schaute den Schneemann durchs Fenster an und lächelte. Danach legte er sich schlafen. Doch er wachte mitten in der Nacht wieder auf, mit Schnee auf seinem Bett und das Fenster offen. Es muss der Wind gewesen sein, dachte er. Am nächsten Tag kam John aus der Schule wieder und ein zweiter Schneemann stand direkt neben dem ersten. John fand auf dem Dachboden seine Kiste mit alten Klamotten und dekorierte den zweiten. Und schon wieder lächelte er vor Stolz seinen Schneemann an. Und John dachte sich, wie cool wäre es, wenn Schneemänner wirklich am Leben wären. Oh mein Gott, John, du Creeper! Es ist alles deine Schuld! Okay. Ihr müsst jetzt noch... Genau, ich wusste es. Es ist eigentlich so einfach, die Spawnorte der Kassetten zu finden. Weil das nächste müsst ihr jetzt hier spawnen, weil wir da drin noch nichts gefunden haben. Chapter 4. Der Wind schlägt an das Fenster. John stand auf aus seinem Bett, um das Fenster zu schließen. Und dann fiel ihm auf, die beiden Schneemänner waren nicht mehr da. Warum hat die jemand bewegt? John ist zu schlau, um an Horror-Stories zu glauben. Er hatte niemals Angst vor der Dunkelheit oder vor sonst was. Er legte sich wieder hin und ganz leicht öffnete sich die Tür. Okay, und das letzte Tape müsste jetzt eigentlich hier drin sein. Wahrscheinlich, wo ich schon... Etwa so klar. Als ob die da was in die Kisten reinschreiben... Hallo? Wieso teleportiert ihr mich wieder? Als ob die hier was in die Kisten reinschreiben und danach nichts draus machen. Okay, nehmen wir die Kassetten. Die Kassette. Und legen sie hier rein. Perfekt. Chapter 5. Ich weiß, danke. John guckte sich um. Nichts. Sein Schrank war leer. Doch der Sound hörte nicht auf. Er ging in den Schrank rein, um zu gucken, woher er kam, der Sound. John guckte aus dem Schrank raus und sah den Schneemann. Der Schneemann sah anders aus. Lebendig. Mit einem hungrigen Lächeln. Und er fing an, sich zu bewegen. Näher. John hatte Angst. Er verstand es nicht mehr. Er ging langsam zurück in den Schrank. Als John nach oben guckte, ist der verlorene Schneemann am... der Decke. John sieht nun den zweiten Schneemann direkt vor dem Schrank. Die Schranktür begann sich zu schließen und komplette Dunkelheit. John wurde nie wieder gesehen. Das Haus wurde danach verkauft. Und da stand es für viele Jahre. Bis zu dieser einen Nacht. Hallo? Hallo? Hallo, natürlich sind das Gruselgeschichten. Kein Wunder, dass Mama nicht möchte, dass ich die höre. Ich habe sogar Angst bekommen. Was soll ich jetzt tun? Ich habe 5 Tapes. Ich weiß, es ist immer noch 21.30 Uhr. Ich kann nicht rausgehen. Strategieplan. Der Schneemann kommt. Ich muss mich vorbereiten. Ich muss etwas finden, was den Schneemann erschreckt. Etwas, womit ich ihn im Dunkeln sehen kann. Etwas, um beide von ihnen zusammenzubinden. Ich sollte alles davon auf den Tisch bringen. Okay. Ich schätze mal, du meinst den Föhn. Der kann ihn auf jeden Fall fertig machen. Tape. Das lag schon die ganze Zeit hier unten drinne. Und das war... Das war's schon! Mehr brauchen wir nicht, wie nice! Okay, da schreibt sich eine neue Notiz. Alter, wir haben das zusammengebunden. Wir haben jetzt eine Taschenlampenföhn-Dingelingi. Vor jeder Nacht sollte ich nach hilfreichen Dingen suchen. Die beste Defense-Möglichkeit ist das Bett. Okay, das wissen wir ja schon. Und wir starten die Nacht.
Let's go! Nacht Nummer 1. Mit einer langen Vorgeschichte. Ich weiß, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber es hat sich gelohnt. Night 1 sollte jetzt auch nicht allzu schwer sein. Ich kann mich nicht aus dem Bett rausbewegen. Ich bin relativ stuck an dieser Position. Und wir müssen jetzt auf Sounds achten. Mit Linksklick machen wir unsere Taschenlampe an. Rechtsklick den Föhn, um die fertig zu machen. Ich glaube, eine Nacht geht nur bis 5 Uhr oder 6 Uhr. Also relativ kurz. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Alles cool. Hier ist nix. Wir sind alleine. Es ist 0.30 Uhr. Wieso mache ich die Tür nicht komplett zu? Das ist doch voll gruselig, wenn ich da so einen Spalt offen habe. Das macht kein Mensch. Ich höre was. Irgendwie hat sich ein Fenster geöffnet, oder? Ja. Das Fenster ist offen. Oh nein, das ist nicht gut. Was soll ich denn tun? Ich weiß es nicht. Gegen das Fenster öffnen kann ich, glaube ich, nichts tun. Ich höre was. Oh, da draußen. Der Hirsch ist da. Oh mein Gott, ich bekomme gerade einen Flashback. Dieser Feuerwehrwagen hier unten, der geht auch manchmal einfach so an, um dir Angst zu machen. Wahrscheinlich jetzt nicht in der ersten Nacht. In der ersten Nacht wird mich... Vergesst das! Oh Gott. Oh. Oh. Weil wir sehen können, die Schneemänner können echt leise sein. Deshalb müssen wir uns die ganze Zeit überall umgucken. Das Fenster vor mir ist offen. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, von wo überall die Schneemänner kommen können. Da. Du warst die ganze Zeit da. Du kamst aus dem Schrank. Kannst du die Tür wieder schließen? Dankeschön. Okay. Das ist nicht gut. Du hast mal ein zweites Fenster geöffnet. Es wird auch kalt hier. Um wie viel Uhr endet das denn? Um 5 Uhr oder 6 Uhr? Ich weiß es nicht. 5 Uhr haben wir schon. Ich glaube um 6. Oh nein. Da, Schneemann. Bleib weg. Wieso öffnest du auch noch meine Tür? Kein Wunder, wenn die die ganze Zeit so angedippt war. Okay, die können wir schließen. Das ist gut. Batterien können wir auch tauschen. Allerdings sollten wir uns hier schnell um... Hallo? Hallo? Ist hier irgendwas? Wir müssen nicht mehr lange aushalten. Komm schon. Ich glaube, die Nacht ist vorbei. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Das war die erste Nacht von Frosty Nights plus das Intro. Leute, die erste Nacht war halt relativ einfach. Es wird immer komplizierter und immer hektischer. Ich hasse sowas eigentlich, aber es ist immer so ein geiles Gefühl, wenn man es geschafft hat. Wir kommen jetzt in Nacht Nummer 2, aber Leute, ich für meinen Teil beende jetzt hier erstmal die Folge. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt Hashtag kalte Nacht in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye bye. Oh mein Gott, es kommen noch mehr Schneemänner.